So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir wollen heute die ultimative Krypto-Suikun Raid-Tour machen. Dafür haben wir schon Fahrbahnuntersatz gemietet, mit einer Wurst drin für zwischendurch, auch wenn man Hunger hat. Das Muttertier ist auch am Start. Da steht's Mädle, ne, guck schnell, es rennt weg, fangt's ein. Pupsi ist am Start und wir gehen jetzt in den Park zum Fischknabenbrunnen. Ich hoffe, es sind Leute am Start aus der Community. Wir schaffen es sonst nicht. Wir können gar nichts. Wir brauchen euch. We want you, genau. Jetzt erstmal lässt du den Sack in Ruhe. So, wir gehen jetzt rein. Fischknabenbrunnen. Erst das Suikun Raid Start kommt. Hier habt ihr einen Vollfettbaum, würde Naturin sagen, mit ganz viel Grün dran. Marie tritt den Baum. Das ist gewalttätig, das können wir nicht zeigen. Jonas reißt den Baum in Stücke mit seiner Hand. Und das hier drüben ist die Arena, wenn ihr mal gucken wollt, aber die kennt ihr ja. Wenn ihr am Geburtstag da wart, kennt ihr natürlich die Arena, der Fischknabenbrunnen. Denn hier ist ein Knabe, der Knabe hat neben sich einen Fisch, der Fisch hat neben sich das und da ist auch noch Wasser drin. Das ist richtig genial. Wir warten jetzt, bis das hier anfängt und dann müssen wir gleich zum nächsten weiterziehen. Strenger Zeitplan wieder mal. So, der Raid ist gerade aufgegangen. Ich habe mich hier mal in die Ecke geschmiert. Da ist Krypto Suikun. Ich glaube immer noch nicht, dass man damit großartig was machen kann. Aber wir nehmen den trotzdem einfach mal mit, weil irgendwie holen wir uns ja jeden Krypto Raid Boss am Anfang, machen den Raid oder jetzt, wo es zwei Raid Pässe gibt, machen wir halt zwei Raids. Mir wird hier natürlich Elektro vorgeschlagen, mir wird auch Pflanze vorgeschlagen. Wir können hier mal reingucken in den Community Tab. Gehst du rein, machst du mit beiden? Ja. Samyang, Bulldog. Hier habe ich nämlich wieder die Konda-Liste gepostet. Geh mal runter. Das ist, die sieht übelst schlimm aus, sag ich immer dazu. 17.04, 21.30 sind die 100er Werte. Top Raid Counters, Katagami, hier Voltrian, Zekrom, Voldolos, Sarude, Elevoltec, genau. Mega-Entwicklungen könnte man machen. Habe ich hier was drin, was ich mega entwickeln kann? Wir gehen mal hier drauf und es zeigt mir Gewaldro an. Dann werde ich das jetzt einfach mal auslösen. Ich brauche die Mega-Entwicklungen sowieso für nichts, aber bei diesen Krypto-Raids ist das natürlich nützlich, die Mega-Entwicklung durchzuführen, nochmal stärker zu sein. Hier sind jetzt auch 9 Leute drin. Blood in 4, Samyang, Bulldog, Super Sani, Pogo for Future, Immensiens, Linus, Habanero, Lime, Hans, Hubert, Hase, Tribike, Driver. Armee steht, wird nichts ausgewählt. Ich sage, das System mittlerweile ist eigentlich ganz korrekt. Ich kann ja mal draufdrücken jetzt auf OK. Ich habe nämlich gesehen, ich war der Einzige, der nicht bereit gedrückt hat. So würde es theoretisch ein bisschen schneller gehen. Es ist wieder eine richtig Kack-Perspektive. Hinter mir der Himmel, hinter mir das Grüne. Ich in schwarz. Alles wirkt schattig. Also es wird auf jeden Fall freundlicher aussehen, wenn man so macht. Dann sieht man einen nämlich auch. Aber weil ihr mich nicht sehen sollt, ihr sollt euch auf den Raid konzentrieren, stellen wir euch wieder unten hin. Manche haben schon gesagt, dass das Ding ziemlich zäh ist. Selbst ohne Krypto-Variante ist das halt zäh, hält einiges aus. Ist irgendwie immer so, die am wenigsten WP erreichen, weil sie den wenigsten Angriff haben. Haben aber die meiste Verteidigung, das heißt, sie sind irgendwie nutzlos, man macht nichts damit. Sie sind aber schwer zu besiegen. Und andere Sachen wie Rayquaza, das machst du fast schon im Solo, also machst du halt im Duo oder so, sind aber mega stark, richtig genial. Jetzt haben wir hier auch Edelsteine, die wir einsetzen können. Hauen nochmal einen drauf. Es ist auch schon gebändigt, es ist gerade in Rage geraten. Raserei, dann zieht es ja keinen Schaden mehr. Es ist stärker, es hält noch mehr aus, deswegen nimmt man Edelsteine und hau die dann drauf. Pupsi hat letztens mal einen Krypto Capoeira gehabt, wollte den Solo machen, im Vorbeigehen so. Sie sagt, ich mach kurz mal den Dreier hier. Scheiße, ich schaff's nicht, der Dreier, ne? Ich guck rüber, was ist denn? Ach, ein Capoeira als Krypto. Sie hat natürlich keine Edelsteine benutzt, sie hat nicht die perfekten Konda gehabt. Das war halt schwer, also unterschätzt das nicht. Kryptos sind auf jeden Fall stärker. Gerade Krypto-Dreier sind für viele dann eine kleine Herausforderung, eine kleine Challenge, dass die gucken, ob die meistern können. Ansonsten habe ich, glaube ich, das Mega-Gewaldro umsonst entwickelt, weil ich es, glaube ich, gar nicht eingesetzt habe. Was ist jetzt irgendwas? Ich habe nicht drauf geachtet. Bisaflor ist gerade da. Am Anfang war, glaube ich, Zekrom drin. Okay, das passt. 1576. Müsste schlecht sein.
Hast du was Gutes? Tri-Bike-Driver könnte man eigentlich mal adden, habe ich jetzt aber verschwitzt. 1576, wir nehmen direkt mal die goldenen Himbeeren, damit er schneller drin ist. 1672. Gut, dazu kann ich nichts sagen. Eben habe ich die Werte noch vorgelesen, jetzt sind sie schon fort. Jetzt versuchen wir hier noch drauf zu hauen. Der kann natürlich auch shiny sein, das gehört auch dazu, weil die jetzt momentan alle nacheinander als Shinies reingebracht werden ins Spiel. So, ich werde aber keinen Shiny Hunt machen. Dortmunder Redbus gibt es ja nicht mehr, den gab es früher mal, jetzt gibt es den nicht. Wir machen jetzt einfach nur für den Pokédex-Eintrag sozusagen, obwohl wir das Normale drin haben. Dann kann ich das Normale aber vertauschen. Letztens kam auch einer, wollte einen Raikou haben. Ich hatte nur ein Krypto-Raikou und normales Raikou. Ich habe das normale Raikou dann weg, habe das Krypto-Raikou aufgehoben, weil ich auf dem Account ja in erster Linie eher Krypto-Pokémon sammeln möchte und irgendwie von jedem Exemplar dann mal eins aufheben, von den legendären zumindest, einen Krypto-Living-Dex. Dafür habe ich wieder keinen Platz. Ich muss mich auch übelst konzentrieren, weil es so viel Ablenkung gibt, so viel los ist. Ich weiß nicht mal, was da gerade war. Ich habe was Schnaufen hören, da kam ein Hund und dann plötzlich ist Wasser rumgespritzt und rum. Also war der Hund alleine und ist da hoch und hat dann getrunken oder hat sich da drin gebadet und rumgewälzt? Oder kam der Mann und hat das Wasser rausgeschöpft auf den Hund drauf, sodass er gar nicht trinkt, sondern eher gebaden wird? Hätte er den Hund auch hochheben können und hätte den Hund in den Brunnen tunken können. Die Tungas sind zurück in Meining. Das hätte man auch machen können. Nee, was war denn? Wo sind sie denn? Was ist denn? Nee, der hat Wasser rausgespritzt. Ja, und er ist immer das? Gut ins Wasser. Wie im Zirkus also. Er hat den nass gespritzt. Da kommen die Leute beim Raid und spritzen ihre Hunde nass. Was? Darf ich mal meinen Hund nass spritzen? Das ist so ein Codewort, ich weiß schon. Wenn da irgendeine junge Frau auf der Bank sitzt und dann kommt einer mit einem Hund und fragt, darf ich mal ihren Hund nass spritzen? Also, das ist Meiningen. So, das ist schlecht. Das hat nämlich 3 graue Sterne. Hast du beide gefangen schon? Ja, du hast dich ja auch nicht vom Hund ablenken lassen. Der hat Frustration. Wir ziehen weiter, denn ich muss den nächsten posten, denn das ist die ultimative Raid-Tour mit Krypto-Sykonen. So, Jonas freut sich schon, dass wir jetzt noch einen Raid machen. Hier seht ihr überall, Bahnhof entlang, die Südthüringen Bahn. Und wir müssen jetzt noch darunter zur Unterführung und irgendwo da hinten muss dann auch die nächste Arena sein. Ich glaube, da habe ich noch nie einen Raid gemacht. Bin also gespannt, wie die aussieht. Toll, Naturin hätte es jetzt gegessen. So, das ist jetzt die lustige bunte Fahrt durch den Tunnel. Der war letztens auch irgendwie gesperrt und dann ist er wieder aufgewesen. Und ja, hier würde Naturin wahrscheinlich auch übernachten. Tschüss! Der Wagen fehlt, weil die Beleuchtung neu gemacht haben. Die Beleuchtung, ich sehe schon, es blendet auf einmal alles, wenn man in der Kamera guckt. Das hätte die Arena sein müssen, das wäre richtig krass, weil hier ist eine richtig fette Treppe. Hier steht auch Villa Olymp. Habe ich noch nie gesehen, noch nie drauf geachtet. Aber das ist es nicht. Deswegen müssen wir weiter. Also normal bin ich ja nicht so für Fitnessstudios, aber die Werbung hat mich gerade angesprochen. Zu fett fürs Ballett. Zack. Und dann sieht er auch noch aus wie ich. Das Gute ist, auf dem Weg zur Arena stehen überall Bänke. Da drüben ist eine Bank. Hier neben uns ist auch eine Bank. Das heißt, wenn du immer warten musst auf den Rest, kannst du dich noch ausruhen. Kannst du hier die Pusteblumen anschauen. Wegesrand verteilt. Man hat schon ein bisschen Männertag-Feeling, ja? Muss ich schon sagen. Na, schon die Baukunst und das Topping. Musst du darüber, muss ich da vor die Container stellen. So, Pupsi hat die Arena gefunden. Dieses Haus an der Kreuzung ist die Arena. Wenn ihr auch so alte Gebäude bei euch habt in der Stadt, reicht die halt mal ein. Historische Villa. Heftiges Gebäude, irgendwas, reicht's ein. Mit Glück geht das durch und ihr habt mitten an einer stark befahrenen Kreuzung, die absolut nicht sicher ist, eine Arena und könnt Raids machen.
um den Verkehr zu blockieren, weil keiner mehr was sieht, wenn alle hier rumhüpfen. So, 16:61 ist das Beste bei Pupsi von den zwei Handys gewesen. Taf Kaloy war am Start und Fax Given. Da bin ich immer noch über den Namen erstaunt. Was heißt das, Fax Given? So wie I don't give a fuck. Und dann, how many fucks did I gave in my whole life? Oh mein Gott. Oder ist es einfach nur Faxe? Gib mir mal ein Faxe Bier, sowas. Fax Given. Ich habe dir das Faxe gegeben. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das jetzt hier noch eintüten. Ich habe vergessen, wie viel das andere hat gerade. 15 noch was. Knapp unter 16. Ich glaube, das andere war schlechter. Das müsste besser sein. Dann hat das bestimmt keine 0 Sterne. Vielleicht hat das einen Stern. Reicht. Ich muss jetzt dort auch ein Stück weg. Mir war das jetzt auch einfach zu laut, zu brutal, zu chaotisch, zu kindisch auch noch, zu tänzerisch, zu aufgedreht. Da ist so viel Faktoren, die da eine Rolle spielen. So, aber Suicune ist ein guter, ne? Suicune ist ein guter, den kannst du gut fangen, meine ich. Weil der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts. Der greift trotzdem oft an. Ja, er springt auch mal in die Luft, aber eigentlich kannst du bei ihm so warten, bis er seinen Angriff macht und dann einfach in den Angriff reinwerfen. Da hast du gefühlt jeden Ball einfach fabelhaft triffst und den in Ruhe eintüten kannst. Hat einen Stern, ist also schon mal viel besser als der andere. Das heißt, den zweiten könnte ich jetzt, ja, 15,97, 15,76, den zweiten verschicke ich jetzt auch einfach direkt aus Platzmangel. Hab jetzt einen, den einen hebe ich auf, der Rest ist egal. Das war meine ultimative Raid-Tour. Weil ich ja nur 2 Pässe habe pro Tag gratis auf einem Free-to-Play-Account, wo ich ja nichts auflade, keine Coins mache und so. Und die ich aus den Arenen gerade kriege jeden Tag, die möchte ich ja aufheben für das Go-Fest. Das weltweite Go-Fest in Gera, weil wir da ja mit Thomas Schenaya und dem Rest zusammen spielen wollen und da eine Raid-Tour dann machen wollen. Da sind bestimmt coolere Dinge drin und zusammen als Gruppe macht das dann natürlich auch mehr Spaß. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr Krypto-Suicune geradet am Wochenende? Habt ihr ein Shiny bekommen? Was war euer Bestes? Schreibt's rein und ciao.